Österreich mit seinen wunderschönen Regionen erstreckt sich vom Neusiedlersee bis zum Bodensee. Und hier liegt im äußersten Westen Österreichs das Bundesland Vorarlberg. Mit seinen Bergen, die im Winter zum Skifahren und im Sommer zum Wandern und Klettern einladen, dem Rheintal mit seinem imposanten Wirtschaftspotenzial, grenzt es im Norden an den Bodensee, der quasi den geografischen Mittelpunkt Europas darstellt. Am Südufer des Bodensees, auf halbem Weg von der Landeshauptstadt Bregenz in die Schweiz, liegt zwischen der Mündung der Bregenzer Ache und der Rheinmündung die Marktgemeinde Hard. Die Marktgemeinde Hard, geschichtlich erstmals 1249 erwähnt, zählt heute rund 13.000 Einwohner. Die enge Verbundenheit der Bevölkerung zum See zeigt sich auch durch die 8 Häfen und rund 1400 Boote, die dem Freizeitvergnügen auf dem Bodensee dienen. Obgleich das ursprüngliche Zentrum anlässlich der Gründung der Gemeinde eher landeinwärts lag, hat sich das moderne Hard sehr schnell um die im Jahr 1684 am Seeufer errichtete Pfarrkirche angesiedelt, die eingebunden in herrliche Parkanlagen das seeseitige Bild von Hard prägt. Als architektonisches Highlight mit internationaler Beachtung ist das neue Rathaus zu erwähnen, welches in Form eines Schiffes errichtet wurde. Hard ist eine sehr naturverbundene Gemeinde, in der Landwirtschaft und Wohngebiete harmonisch koexistieren. Zwischen dem sogenannten Grünen Damm, der Hard vor den spätherbstlichen Stürmen des Bodensees schützt, und den Uferanlagen befindet sich auf der grünen Landzunge eines der größten Strandbäder des Bodensees. Das davorliegende Binnenbecken bietet den Freizeitsportlern und Ruhesuchenden optimale Bedingungen. Hier wird gebadet, gesegelt, gesurft. Ein Freizeitparadies. An dem der Kirche gegenüberliegenden Ufer befinden sich die Auflandungsflächen, die im Zuge der durch Verlandungen des Rheins notwendig gewordenen Sanierung der Harder Bucht in den 70er Jahren entstanden sind. Diese erstrecken sich vom Binnenbecken über den von Bäumen gesäumten Fischteich bis hin zu den hier ebenfalls angesiedelten Sportanlagen am See. Hier findet sich das Trainingsgelände des FC Hard, der seit über 20 Jahren in der Regionalliga West spielt, genauso wie die Sporthalle, die Heimstätte des dreifachen österreichischen Handballmeisters HC Hard, sowie der überdachte Eislaufplatz und der Baseballplatz des österreichischen Meisters Hard Bulls. Davor gelegen und zum Zeitpunkt der Luftaufnahme noch dicht bewachsen, befindet sich das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei, auf dem in den Jahren 2010 und 2011 das Reitsportzentrum Hard errichtet wurde und welches im Juni 2011 den Betrieb aufgenommen hat. Hier, zwischen den Sportanlagen am See und dem Natura 2000 Gebiet des Rheindeltas, finden sich optimale Bedingungen zur Ausübung des Reitsports. Ausgedehnte Ausritte in die Naturlandschaft des Rheintals bieten sich an. Auf der Anlage des Reitsportzentrums Hard finden sich eine Halle mit 60 x 25 Meter sowie Richtung See ein Außenreitplatz mit 4000 Quadratmeter. Hier lässt sich Reitsport inmitten herrlicher Natur unmittelbar am Bodenseeufer ungestört genießen. Die Reitanlage selbst wurde in bodenständiger Architektur bestmöglich in die Naturlandschaft am Bodensee eingebettet. So wurden die Halle und das sich im vorderen Bereich der Halle befindliche Verwaltungsgebäude mit Gastronomie mit natürlichen Baustoffen in größtenteils Holzbauweise errichtet. Der rechts davon anschließende Funktionsbau zur Vorbereitung und Pflege der Pferde verfügt über im Sommer zu öffnende großflächige Glasschiebetüren, die den Bezug zur Landschaft auch innerhalb der Gebäude nie ganz verlieren lassen. Der Außenreitplatz sowie die Koppeln befinden sich seewärts und sind an heißen Sommertagen zumeist von einem angenehm kühlenden leichten Wind vom See her getragen. Im Gastgarten des Reitsportzentrums Hard lässt es sich erholen und die unmittelbare Nähe zu den Pferden genießen.
Sämtliche Boxen sind mit halb überdachten Paddocks ausgestattet und erfüllen die Anforderungen modernster Pferdehaltung weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. In der Halle wie auch am Außenplatz finden sich Epiflut-Bewässerungssysteme für den Boden, die optimale und idente Platzverhältnisse gewährleisten. Innerhalb der überdachten Führanlage findet sich ein Longierzirkel, um die Pferde auch bei widrigen Witterungsverhältnissen jederzeit bewegen zu können. 2012 wurde erstmals ein Turnier veranstaltet, welches sportlich und auch organisatorisch einen vollen Erfolg darstellte und durch das Turnier 2013 in gleicher Weise nachgefolgt wurde. An den Turnierwochenenden beteiligten sich rund 320 Pferde bei insgesamt ca. 700 Starts und knapp 3000 Besuchern pro Wochenende.